Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück zu Studienka, mittlerweile Episode 27. Und ich muss euch jetzt da draußen mal ein ganz großes Kompliment machen. Denn... Schauen wir mal zu. Jawohl, die haben den Panzer zerlegt, beziehungsweise Sturmgeschütz. Nochmal zurück zu meinem Kompliment. Also, die Luft ist jetzt hier ein bisschen raus bei der ganzen Geschichte. Schon lange nichts mehr passiert und ich habe die Folge heute erst online gestellt. Und mittlerweile haben schon wieder 180 Leute sich das Ganze angeschaut. Ja, erstaunt mich, freut mich vor allem und motiviert mich natürlich auch, solche längeren Let's Plays auch mitzumachen. Ich war ja doch durchaus relativ skeptisch oder sehr skeptisch, dass es sich hier um ein langes Szenario handelt, ob so viele Leute am Ball bleiben. Nicht, dass ich da die ersten 3, 4, 5 Folgen mache und dann mache ich die nächsten 20 Folgen und niemand schaut mir zu. Wahrscheinlich würde ich es zwar trotzdem machen, aber so ist das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Und ja, drum mal ein großes Kompliment von mir an euch da draußen. Finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, dass ihr so lange hier mit am Ball bleibt und macht mir Mut, auch in Zukunft mal das ein oder andere längere Spielmission zu wagen. Schauen wir uns das jetzt nochmal an, was hier passiert, ja, aus der Entfernung. Gut. Uiuiui, da haben sie aber Glück gehabt, dass sie nicht selber noch mit draufgegangen sind. Aha. Den Jungs hat es gar nicht gefallen, die haben mit natürlich gar nicht gerechnet. Was ist er hier? Der Fricke ist sehr unbeeindruckt, aber er hat sich dabei verletzt, oder? Oder war er am Anfang von der Runde? Nee, er hat sich dabei selber verletzt. Ja, kein Wunder. Gut. Gibt einen Orden. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie der heißt. Bei der Wehrmacht. Der verwundeten Orden, verwundeten Abzeichen. Schauen wir noch hier, was hier noch so passiert. Ja, im Übrigen, ich habe jetzt hier, man sieht jetzt hier drüben schon, hier drüben in dem Bereich schon ein bisschen Bewegung. Ich habe jetzt meine Panzer hier schon mal deutlich weiter vorbeugt. Der Panzer hier, mit dem versuche ich eigentlich irgendwie diesen Panzer hier drüben zu erspähen. Ihr seht schon, die Position von hier aus kann er gesehen werden. Eventuell kann ich den da hinten auch irgendwo spotten und ausschalten. Ansonsten tut sich da in dem Bereich ja nicht mehr allzu viel. Aha, hier haben wir noch jemanden entdeckt. Ein feindliches Headquarter. Haben auch schon Verluste zu beklagen. Ist das wieder Panzereinheit oder? Diesmal war es tatsächlich was Ernstes. Ja, ja. Die verrückten Panzercrews. Dafür ist im Übrigen Combat Mission berühmt berüchtigt. Also Panzercrews sind oftmals wirklich irre. Das Ganze wurde schon mehrfach nach, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie die neuen Begriffe heißen, genervt. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Mehrfach von den Entwicklern adressiert. Aber immer noch mit einem Problem. Darum freue ich mich auch, beziehungsweise vereinbare auch mit, also ist nicht der einzige Grund, mit Leuten, mit denen ich per E-Mail spiele, ganz klares Gentleman's Agreement, Panzercrews werden weder offensiv genutzt noch als Aufklärungskräfte genutzt, sondern eigenständig zurückbeordert in sichere Stellungen, denn die Ausbildung eines Panzermanns ist nicht gerade günstig. Jetzt ist der Panzer stecken geblieben, ich fass es nicht. Ist nicht gerade günstig und normalerweise würden Panzerleute nicht im offensiven Infanteriekampf eingesetzt. Außer die Umstände sind wirklich ganz massiv widrig. Von daher, naja, die Leute, die mit mir spielen, die kennen das. Jeder ist damit einverstanden. Ist so eine Art Gentleman's Agreement. Im Übrigen finde ich, dass das generell in der Wargaming-Community sehr, sehr häufig der Fall ist, dass man wirklich gute Spielpartner findet, dass viele auch ja nicht Schwächen von Engines irgendwie ausnutzen. Man macht zwar vorab schon auch immer Regeln aus, meistens muss man das aber gar nicht tun. Also da spielt einfach der gesunde Menschenverstand mit. Wir wollen alle irgendwie eine gute Partie haben und natürlich haben alle Spiele ihre Schwächen. Es gibt zum Beispiel einen relativ berühmten, ja, einen Bug ist es nicht, sondern es ist einfach die Engine nicht anders zu beheben.
Und zwar kann ich feindliche Stellungen anhand, die ich noch nicht aufgeklärt habe, also noch keinen Sichtkontakt hat und keiner weiß, wo sie sind, die kann ich als Gegner auftauchen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Schüsse her, nehmen wir mal an von rechts hier, kann ich zum Beispiel im Replay hier das so oft mir anhören und die Position im Prinzip herausfinden, wo der Gegner ist und dann mit Artillerie oder Mörsern drauf schießen oder mit Area Fire. Auch so eine Sache, die ich nicht mache und die ich mir auch wünsche von meinen Gegnern, dass sie dies nicht tun. So, wie auch in der letzten Folge, geben wir hier mal ein bisschen Gas. Hier warten wir noch, bis jemand auftaucht. Der gute Mann darf sich immer um seinen Kameraden kümmern, der hier noch vor sich hin blutet. Und dann wird er hier mal hinten ein bisschen auf Erkundungstour geschickt. So. Na, ob der den hier spotten kann. Schauen wir uns das mal an. Da hinten entfernt sieht man schon, wenn ich die Bäume einschalte. Ah ja, wir müssten also noch ein Stück zurücksetzen. Na. Außerdem stehen wir jetzt hier doch sehr schräg angewinkelt. Das möchte ich auch nicht. Na, wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? Ich glaube, es hackt, also das Spiel. Wie schaut es denn da bei euch draußen aus? Wie seht ihr das? Nutzt ihr jede Möglichkeit aus, wie man irgendwelche Engines bescheißen kann? Oder haltet ihr das Ganze so wie ich? Im Übrigen im Singleplayer-Modus, ja, da finde ich das Ganze natürlich nicht so eng. Mache ich aber auch dort nicht. Aber gerade im Multiplayer, finde ich, gehört sich das nicht. So, der Panzer wird darüber verlegt. Hier haben wir auch keine feindlichen Kräfte mehr. Dann kümmern uns wir doch jetzt hier mal. Wo war das? Hier. So. Ich könnte natürlich jetzt hier wieder rüberfeuern lassen, aber meine eigene Regel besagt ja, er weiß nichts davon, dass da hinten die Einheit steht, deswegen lasse ich auch nicht schießen. Aber die Jungs. War noch jemand in der Nähe, der da vorne Unterstützung geben kann? Gerade nicht so wirklich. Mal vor zur Feuerunterstützung. Haben die eine Ahnung, dass da jemand steht? Auch nicht. Gut, der Panzer fährt auch hoch. Können jetzt hier eigentlich schon mal eine Stufe weiter auf der Terrasse fahren. Lass ein bisschen zeitversetzt darüber fahren. Hier befindet sich wahrscheinlich noch irgendwo Infanterie. Schaut das aus aus der Richtung? Von wo können wir denn da einigermaßen unbemerkt vorstellen? Hier durch den. Durch das. Durch die Bäume hier. Mal verdeckt hier vorrücken. Ah, ich freue mich jetzt schon direkt auf eine kleine Session, die ich machen werde gegen die KI. Eine Kampagne mit Infanterie, einfach damit man jetzt hier mal solche Sachen, die ich jetzt hier schnell mache,
weil es sonst zu viele Einheiten sind, einfach mal wirklich ordentlich machen und kann da auch mal sicherlich ein bisschen mehr auf so Taktiken eingehen auf Zug- und Kompanieebene. Im Übrigen plane ich jetzt auch schon, weiß nicht genau, wann es passiert, aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar Kommentare auch schon gelesen, die sich mit dem Spiel schwer tun, die auch vielleicht mit dem Englischen nicht ganz so zurechtkommen. Da plane ich auf alle Fälle Abhilfe zu schaffen mit einer Tutorial-Reihe, in der ich so einzelne Sachen einfach mal... Müssen jetzt hier noch irgendwie... Muss hier noch ein Feind liegen. Grundlegende Bedienung einfach in kurzen 10-minütigen Videos einfach mal vorstelle. Gut. Hier haben wir ja den Aufklärer noch gehabt. Übrigens die Crew, die ich da reingesetzt habe, das ist eine Crew aus einem gepanzerten Fahrzeug. Das heißt, das erachte ich jetzt nicht als Cheaten an. Das ist, hat in einem anderen Fahrzeug auch den Job. Aber ich setze nicht als Infanterie ein. So. Ich wollte euch vielleicht auch noch zeigen, während das jetzt hier gerade berechnet, nochmal einen Blick in die Pantherfibel werfen. Hatte ich ganz vergessen, dass ich die auch noch an der Seite habe. Ich habe übrigens noch ein sehr, sehr schönes, nettes Dokument aufgetrieben. Da hat mir hier einer in den Kommentaren, ich habe leider den Namen vergessen, mal eine Adresse genannt. Schauen wir uns erstmal das hier an. Zur Pantherfibel kommen wir dann zurück. So. Na, das war ja wieder toll. Hervorragend. Ah, da kommt von rechts auch noch. So, Alex. Was hast du jetzt hier wieder verbockt? Wo kam denn der Schuss her? Wahrscheinlich genau von dem. Genau von dem, den ich treffen wollte. Der hat hier den Schuss abgesetzt. Ja, Wahnsinn. Gute Augen hat der. Sehr gute Augen. Möchte man noch meinen, dass die überlegene deutsche Panzeroptik da einen Vorteil gebracht hätte, aber dem war in diesem Fall nicht so. Der Panzer hier, der räumt davon schon alles frei. Ist hier noch irgendwas passiert? Auch nichts weiter. Haben wir noch irgendwelche Panzerfäuste in den Fahrzeugen hier? Ich befürchte nicht.
Wo ist denn der zweite Teil von dem Team? Die sind alle noch durch den Artillerieschlag, glaube ich, recht angegriffen. Was macht eigentlich hier dieses Symbol noch? Ist da wirklich noch ein Panzer? Hier ist ein Waldstück. Nicht noch mehr riskante Manöver. Davon habe ich jetzt schon genug gehabt. Achso, und die haben doch jetzt hier von irgendwo von rechts auch noch Feuer abbekommen. Die Frage ist, wie komme ich hier in diesen Panzer ran, ohne dass ich in den direkten Nahkampf gehen muss. Das war, glaube ich, tatsächlich die einzige Position, von der ich aus den irgendwie sehen kann. Ja. Muss ich das hier mit der Infanterie ausräumen? Wie viele haben denn die noch? Die haben noch einen Schuss in ihrer Panzerschreck. Die haben auch keine Panzerabwehrwaffen. Muss ich mir gleich auf die Suche machen. Der hat noch welche mit dabei. Ach, was ich noch ganz vergessen habe, oder habe ich schon gemacht? Ich wollte ja hier mal probieren, den da einsteigen zu lassen. Ah ne, das war ja der Panzer von denen. Ha. Der war ja kaputt. Oder war es nicht? Genau, ich wollte hier nochmal kurz in die Pantherfibel reinschauen. Und zwar, was die zu dem ISU oder SU 152 zu sagen hat. Und zwar alte, ich lese mal vor. Alte Bekannte. Die gleichen Panzer sind noch nützlich, verwendet man sie sturmgeschützlich. Lass jetzt hier mal laufen, wenn was interessant ist, passiert. Den Schrecken aber büßt dies Wort bei näherem Ansehen ein sofort. Den Turm nimmt erstens in der Regel ihm deine Spritze aus dem Segel. Was das Geschütz betrifft, zum Zweiten... Jetzt muss ich aufhören, jetzt wird es doch interessant hier. Ah ja. Hat sich gelohnt, die davor zu ziehen. Ja, lauter Fahrkarten hier. Aber den Panzer haben wir erledigt. Und hier drüben kümmert sich unser Panzer 4 um die russische Infanterie. Gab es jetzt hier irgendwas Nennenswertes?
wieder vergessen umzuschalten. Gott sei Dank habe ich es schnell genug gemerkt. Hier passiert auch nichts mehr. Ist da drüben noch irgendwas passiert? Da ist ein Panzer. Aha. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass überhaupt noch was ankommt. Okay. Der hat den auch schon entdeckt. Na, dann wird es ja doch nochmal spannend hier. Wer kann denn den noch sehen? Ich habe hier einen Panzer 4. Und hier mein Panther. Das gefällt mir gar nicht. Ein bisschen zurückfahren, dass wir zumindest mit der Wanne nach unten kommen. Da war ich wohl zu voreilig. Hier der Schütze Holzapfel. Er bekommt jetzt leider den Auftrag hier, also für ihn leider mal aufzuklären, was denn hier eigentlich überhaupt noch an feindlichem Gerät rumsteht. Mindestens ein Panzer, wie wir gemerkt haben. Wo bewegt sich denn der hin? Geradeaus. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich von rechts. Wird da noch jemand in Position? Da habe ich noch den Panther. Der müsste den auch sehen können, wenn es wäre. Der ebenso. Ich kriege jetzt hier kein Feuer aufs Gebäude. Slope. Erstmal ein bisschen tricky hier mit dem Feuern. Schade, dass ich hier nicht zielen kann. Fahrzeug vielleicht noch Nachschub für die Panzerfaust. Panzerfaust, Panzerschreck meine ich natürlich.
Ja, vielleicht muss ich mit den Panzern hier rüberfahren, um die da zu erwischen. Versuchen wir erstmal da aufzuklären, was da eigentlich Sache ist. Und dieses Duell, wenn wir uns jetzt erstmal anschauen hier. Huhuhu. Mensch, Alex, weil es wieder schnell gehen musste. Und ich sag noch, die Luft ist raus, gell? Jawohl. Sehr gut. So, am besten bleibst du jetzt hier stecken und meine anderen Panzer kommen nicht mehr durch. Ah ja, der Russe feuert auch wieder mit schwerer Artillerie. Aber ich glaube, diesmal bewege ich mich schneller. Uiuiuiui. Hört sich an wie Frachtzüge, die durch die Luft rauschen. Ah, streut aber breit hier durch die Gegend. Wo werden da jetzt eigentlich geschossen? Hier wahrscheinlich, oder? Ja. Schießen denn die Jungs hin? Ach, die schießen bis darüber. Na gut, beim MG-42 kann man es ja machen. Tja, man sieht schon, ich versuche schon einigermaßen hier die Leute zusammenzuhalten, die Einheiten. Jetzt haben wir hier noch einen Aufklärer. Der wird auch das tun, wofür er bezahlt wird. Nämlich aufzuklären. Der bewegt sich. Gehen wir doch mal echt langsam hier vor mit den Jungs. Nicht, dass wir da noch wieder eine böse Panzercrew-Nest haben. Und dann schauen wir uns erstmal an, was da hinten jetzt überhaupt noch an feindlichen Kräften ist. Hier scheint tatsächlich jetzt auch nichts mehr zu sein. Frage ist, ob ich die Kräfte jetzt auch hier rüber verlagere. Allerdings, wenn jetzt von links noch irgendwas kommen sollte. Der linken Flanke, ich lasse die jetzt erstmal da. Die haben auch eine Kampfpause verdient. Passen die Jungs da noch rein? Wie viele Plätze hat der? 1, 2, 3, 4, 5? Nee. Die Jungs passen hier nicht mehr rein. Und da sie natürlich eh normal in der Etappe sind, hier die Offiziere. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist gar kein Offizier. Das ist Oberfeld. Der kann sich hier mal um die Verwundeten kümmern. Da scheint auch noch mächtig Bewegung drin zu sein. Gut, 30 Minuten ist schon rum. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt nochmal bisschen Strecke.
Geil finde ich auch, dass die aus der Richtung fliegen, wo die Russen stehen, irgendwo in dieser Richtung. Die fallen also nicht einfach so vom Himmel, sondern auch die folgen einer ballistischen Flugbahn. Das ist mir übrigens schon mal passiert, auch in der Schlacht, da habe ich mit welche Geschütze haben eine relativ flache Flugbahn? Das sind nicht die Haubitzen, die schießen hoch. Alles waren Infanteriegeschütze. Das war eine riesige Karte. Und mit vielen Häusern. Und ich hatte nicht bedacht, dass die eine recht flache Flugkurve hatten. Und anstatt dass die natürlich über die Häuser drüber sind, wie es bei einem Steilfeuer wäre, das heißt bei Mörsern oder auch bei Haubitzen, die auch deutlich steiler schießen, kamen die Schüsse recht flach und sind natürlich genau in die Häuser gekracht, in denen Leute waren. Also auch diese ballistischen Flugkurven sind abhängig davon, welche Einheiten natürlich schießen. So, okay. Jetzt haben wir hier hinten mal endlich was aufgeklärt. Nämlich einen russischen Panzer. Können Sie die Jungs gleich mal wieder ein bisschen wegbewegen da? Das heißt, wir haben da hinten schon mal zwei Panzer stehen. Könnte ich hier eigentlich von hinten an die Jungs rankommen? Ja. Das wäre doch was. Hier noch mal ein bisschen Feindaufklärung betreiben und dann könnte ich eigentlich mit meinen Panzern von hinten, hier bin ich ja schon durchgefahren, mit meinem Aufklärer, das heißt, der Wald ist frei. Das ist natürlich jetzt auch gewagt, aber ich sehe das jetzt hier noch als Aufraumaktion. Ohne Infanterie mich da durchzuwagen. Ah ja, komm. Ist der schon eingestiegen? Ah, die sind schon drin. Nehmen wir doch die Jungs noch mit. Mehr oder weniger so kleine Polizeikräfte. Ja, überraschenderweise hat sich jetzt hier auch keine Infanterie aufgetan. Drittes Squad, erstes Squad. Dann ziehen wir die erstmal nach. Die ebenfalls. Die drei Jungs hier übrigens, die hier stehen, sind ehemalige, oder sind ehemalige, sind Panzermänner. Gut. Was ich euch zeigen wollte, ich habe noch eine recht nette Sache aufgetrieben und zwar Panzer helfen dir. Nur mal schon als kleinen Teaser, den werde ich bestimmt mal in einer der nächsten Episoden, Folgen, Let's Plays auch zeigen. Merkblatt 18B38 vom 15.09.44, was der Grenadier vom gepanzerten Kampffahrzeug wissen muss. Läuft das jetzt schon? Ja. Kann man gleich mal durchblättern. Auch wieder mit netten Zeichnungen. Da drüben die Infanterie, die rennt sich natürlich tot in dem Feld.
Ja, nochmal, schauen wir nochmal ganz kurz rüber. Na? Mal ein kleiner Blick. Stoßkraft durch die Riesenstärke der Motoren. Feuerkraft durch schnellschießende automatische Waffen oder die Wucht schwerer Kaliber. Panzerung durch viele Tonnen hochwertigen Stahls. Das sind die Hauptmerkmale der gepanzerten Kampffahrzeuge. Das ist die Panzerwaffe. Aber bedenke, der Panther reißt, die Wespe sticht. Was ihm ganz leicht fällt, kann sie nicht. Was sie kann, wäre umgekehrt für einen Panther sehr erschwert. Das heißt, ein jeder, wie er kann, auf rechten Einsatz kommt es an. Ja, genau, den rechten Einsatz habe ich ja doch recht häufig bewiesen. Und auch nicht. Ah, komm, eine Runde geht noch. So, hat mein Aufklärer jetzt da drüben zerlegt. Gut. Geschieht mir recht. Okay, lassen wir uns erstmal hier drüben noch ankommen. Gut, also das Stück hier ist auf alle Fälle frei. Ich werde die jetzt alle wieder in ihre Fahrzeuge zurückbeordern und mit hier drüben auf die rechte Flanke setzen. Ich habe ja hier oben als Sicherung im Gehöft meinen ersten Zug. Erstes Squad, zweites Squad. Passt die da komplett rein? Sollte. Zweites Squad, aufsitzen. Die sollen hier aufsitzen. Die werden wir darüber verlegen. Das würde ich sagen, machen wir allerdings in der nächsten Folge. Vielleicht schmeißt man noch mal einen kleinen Blick hier in die. In das. Ja. Alte Dokument, was ich wieder ausgegraben habe oder ausgraben habe lassen. Gerne auch weiter solche Links zu mir. Ich freue mich darüber. Ich sammle sowas, haus immer wieder mal raus zu passenden oder unpassenden Zeiten und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch bis dahin gute operative. Nein, natürlich fangen wir klein an. Gute taktische, dann operative und dann strategische. Und wenn es sein soll, auch global strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Bis dann, ciao und servus.